Hallo und herzlich willkommen auf dem Zeitweise-Kanal. Mein Name ist Jan Lessmann und ich erkläre euch heute, was ein Gummistiefel mit einem Makroobjektiv zu tun hat. Eigentlich ist es ja sehr einfach. Da, wo es nass ist, braucht man einen Gummistiefel und da, wo es nass sein sollte, da ist häufig ein Moor. Und wir stehen heute in so einem Moor, in einem sehr schönen Moor, in einem besonderen Moor, in Kooperation mit der Suko-Stiftung. Deswegen darf ich hier sein und diese schöne Fläche fotografieren. Ich nehme euch mit. Ihr könnt vielleicht was über das Moor lernen und ja, ein bisschen Makrofotografie mit mir machen. Los geht's! Und während meiner kleinen Rundreise hier durch dieses schöne Moor wird unter anderem dieses Bild einer Mehlprimel entstehen, einer kalkliebenden Pflanze. Wir werden das Sumpf-Vergissmeinnicht fotografieren, zu sehen in diesem Bild. Und eine ganz besondere, sehr seltene Pflanze fotografieren, die nur ein einziges Mal hier auf dieser Fläche steht. Das Fettkraut. Nein, sie steht wahrscheinlich häufiger. Ich habe nur ein Exemplar gefunden. Aber jetzt habe ich Druck. Jetzt muss ich die auch wirklich fotografieren. Und bevor ich das mache, möchte ich euch aber noch ein bisschen was über das Moor erzählen. Grundsätzlich verbinde ich das Moor mit zwei Dingen. Zum einen ist das Wasser. Man stellt sich so ein intaktes Moor vor mit sehr viel Wasser und man geht hinein, versinkt und wird dramatisch zur Moorleiche. Also Wasser ist auf jeden Fall ein großes Thema im Moor. Und das zweite kennt ihr auch und das ist der Torf. Ihr seid bestimmt schon mal im Blumenladen gewesen, im Baumarkt und habt dort Blumenerde mit Torf gekauft. Und ja, eigentlich gehört der Torf nicht in die Blumenerde, sondern ins Moor, da wo er herkommt, in den Moorkörper. Das sind die zwei Dinge, die ein Moor auf jeden Fall braucht. Da stellt sich natürlich gleich die nächste Frage. Was ist Torf? Wir könnten diese Kette ewig weiterführen. Bei Torf ist es aber sehr einfach. Torf ist einfach abgestorbenes Pflanzenmaterial, was durch das Wasser nicht richtig abgebaut werden kann. Es ist sehr einfach. Wie entsteht ein Moor? Dadurch, dass wir Wasser haben und da anaerobe Bedingungen herrschen. Das heißt, kein Sauerstoff in diese Fläche hineinkommt und so diese Pflanzenreste eben nicht abgebaut werden können. Die sinken zu Boden und über viele, viele Jahre hinweg entsteht so ein Moorkörper, der stetig wächst. Und natürlich ist Moor nicht gleich Moor. Es gibt sehr viele unterschiedliche Moore. Ganz kurz gibt es Hochmoore und Niedermoore. Hochmoore, es kommt irgendwas von oben, kann man sich gut merken, sind regengespeiste Moore, also das Wasser aus dem Moor kommt von oben, von hoch oben. Und dann gibt es noch Niedermoore. Und Niedermoore sind Moore, die durch zum Beispiel einen See entstanden sind, ein Becken, ein eiszeitliches Becken, wo sich Wasser gesammelt hat, wo durch Tonablagerungen das Wasser nicht abfließen kann. Und so ist eben zu diesen ja, wasserreichen Milieus kommt, in denen dann das Moor über viele tausend Jahre hinweg entstehen kann. Wir heute sind in einem ganz besonderen Moor und das ist ein Quellmoor, ein Hangquellmoor hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und ein Hangquellmoor oder erstmal grundsätzlich ein Quellmoor ist ein Moor, wo das Wasser aus dem Boden kommt, also aus dem Grundwasser, was hier hochgedrückt wird und so eben auch so ein kleiner Berg entsteht. Das sind hier ungefähr 8 Meter Torfkörper und man sieht das sogar so ein bisschen, dass man hier ein bisschen erhöht steht. Finde ich unglaublich, dass über so viele Jahre hinweg sowas entstehen kann. Und was ich noch faszinierender finde, ist, dass man das natürlich nicht sieht. Ich stehe hier auf einer Wiese und wenn ich hier nicht rüberlaufen würde und es ein bisschen nass an meinem Fuß wäre, würde ich gar nicht merken, dass hier Wasser ist. Und vor allem irgendwie Quellwasser, was hier hochgedrückt wird. Aber wenn man ganz genau schaut, kann man das sogar schon an einzelnen Pflanzen ausmachen. Und eine dieser Pflanzen, die zeige ich euch jetzt mal. Es geht nämlich um Mehlprimeln. Wunderbar schöne Pflanzen. Schaut euch mal diese wunderschöne Pflanze an. Eine Mehlprimel. Und diese Mehlprimel, die flüstert mir jetzt zu, dass hier sehr viel Kalk im Boden ist. Wir haben hier manchmal bis zu 60% Kalk im Boden. Und Kalk hat hier in Mecklenburg-Vorpommern auch immer was mit Grundwasser zu tun. Das heißt, ich habe schon sehr viele Faktoren über diese Pflanze gefunden, die ich mit meinen bloßen Augen nicht sehen kann. Jetzt müssen wir das kleine Gewächs nur noch anständig fotografieren und ich habe hier meine Canon R5 dabei und ein Makroobjektiv, denn ich werde wahrscheinlich sehr nah rangehen, weil sie sehr schön sind. Und ich gehe eigentlich immer so vor, dass ich als allererstes erstmal ein Bild von der Pflanze mache. Ganz normal von oben drauf, so hier, zack, fertig. Foto. So richtig ansehnlich ist das aber jetzt noch nicht. Und man muss sich natürlich noch ein bisschen Mühe geben, dass es hier auch wirklich ein schönes Foto wird. Und dafür muss ich mir erstmal eine besonders schöne Mehlprimel suchen.
Die ist schon etwas verblüht, deswegen schauen wir mal, ob wir noch eine andere finden. Wir haben hier übrigens gerade ausgezeichnetes Makrolicht. Das ist so ein leicht diffuses Licht. Nachher geht hier auch noch die Sonne unter. Also zum Fotografieren ideal, aber ich brauche noch die richtige Pflanze. Da oben ruft die Feldlerche oder singt. Ja, ein Vogel, der irgendwie nicht genug kriegen kann. Unglaublich. Aber ich lasse mich ablenken. Ich will doch eine Primel. Primel. Zunächst muss man sich aber eigentlich erstmal fragen, was denn diese Pflanze für einen Charakter hat. Wie die so aussieht, was die so ausstrahlt und was man dann für ein Bild daraus machen möchte. Das ist nämlich sehr unterschiedlich. Und diese kleine Mehlprimel hier, die ist sehr klein und irgendwie auch sehr charmant und zart. Und ich stelle mir da sehr ein verwunschenes Bild vor, mit sehr zarten Farben und ja, mit diesen super schönen Blüten. Also ich muss auf jeden Fall ein sehr helles Bild machen, würde ich sagen. Wo die dann nur so ganz zart und vielleicht auch sehr klein im Bild drin vorkommen. Das heißt, weiter zurück. Anfängerfehler. Die Leute gehen immer so nah ran an die Blüte. Weit weg. Ah. Jetzt sieht das Ganze doch ja, weit weg aus. Aber mal gucken. Vielleicht ist es schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist gar nicht so einfach, die irgendwie herauszustellen, weil einfach so viel los ist hier und so viele kleine störende Elemente mit drin sind. Und ich möchte eigentlich nur, dass die Mehlprimel scharf ist und nichts anderes. Das ist hier eine große Problematik. Aber ich bin jetzt hier gerade bei diesem Bild gelandet. Das finde ich eigentlich schon ganz schön. Die ganzen anderen Elemente, Gräser, Binsen, die ordnen sich so schön ein und die Mehlprimel steht da unten ganz schön. Also mit diesem Bild bin ich schon ganz zufrieden. Aber so richtig das Wahre ist es auch noch nicht. Ich habe eine andere Idee. Und zwar stehen diese Blütenstände immer so nah beieinander, dass man gar nicht so diese einzelne Blüte drauf bekommt. Und da ist mir die Idee gekommen, vielleicht kann ich hier auch eine Doppelbelichtung oder eine Mehrfachbelichtung von einzelnen Blütenständen machen. Und dann wird es Primelkunst. Mal gucken, ob da was da rumkommt. Nummer 1. 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Mal gucken. So sieht's aus. So, und weil da hinten gerade eine kleine Wolke diese Sonne verdeckt und ich mein Bild nicht machen kann, möchte ich euch noch ein bisschen was über dieses Moor erzählen und warum ich hier stehe. Denn wir möchten mit der Soko-Stiftung zusammen noch viel mehr Videos hier über dieses Moor machen. Denn Moore sind total wichtig und ich habe mal ein paar Zahlen für euch. Nur 3% der Erde sind von Mooren bedeckt. Aber es geht um Kohlenstoff. Ein Drittel des gesamten terrestrischen Kohlenstoffs ist in Mooren gebunden. Das ist unglaublich viel, doppelt so viel wie alle Wälder dieser Erde, Mücken zusammen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Faktor. Und man redet immer nur von Wäldern als CO2-Senken, die irgendwie CO2 speichern können. Aber die Moore vergisst man gerne ein wenig. Und deswegen möchten wir die Moore bekannter machen. Und ja, gerade in Deutschland haben wir ein Problem, denn 95% dieser schönen Moore, die wir hier haben, gerade im Nordosten von Deutschland, die sind leider zu 95% kaputt. Und das ist ein Problem. Denn wenn ein Moor kaputt ist und Wasser fehlt, kommt natürlich Sauerstoff in diesen Moorkörper und es entsteht einfach sehr viel CO2 und vor allem noch andere Gase wie Lachgras, die ungefähr 300 Mal schädlicher sind als CO2 und die entweichen in die Atmosphäre, wärmen unser Klima auf und ja, führen zu diesen Katastrophen, die wir uns vielleicht noch gar nicht ausmalen können. Deswegen ist es so wichtig, dass das Moor nass bleibt. Es ist eigentlich ganz einfach, Moor muss nass, dann bleibt der Kohlenstoff im Moor und wird eben nicht als CO2 freigesetzt. Eigentlich ganz einfach. Ganz so einfach ist es dann natürlich aber doch nicht, denn diese Moore wurden und werden immer noch sehr viel benutzt. In der Landwirtschaft wird es entweder als Grünland benutzt, es wird Mais angebaut und viele Moorflächen erkennt man gar nicht mehr als Moorflächen, weil eben zum Beispiel Mais darauf steht und ganz, ganz viele Gräben gezogen wurden, um dieses Moor, um diesen Moorkörper zu entwässern, damit man ihn irgendwie nutzen kann. Und das ist total schädlich, weil eben sehr viel CO2 und andere Gase emittiert werden. Aber zum Glück gibt es ja Stiftungen wie die Soko-Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass solche Flächen eben wieder vernässt werden und dass eben gestoppt wird, dass hier noch mehr CO2 austritt und ja, vor allem auch diese Lebensräume geschützt werden. Also es geht vielleicht nicht auch immer nur um das CO2, sondern auch um diese, ja,
wertvollen Lebensräume und Biotope für viele verschiedene Pflanzen und Tiere. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also Moore sind total spannend und da werden wir in nächster Zukunft bestimmt noch viel, viel gemeinsam erfahren. Nun aber auch mal wieder zur Fotografie. Wir haben die Sonne wieder. Und ich möchte noch eine Pflanze fotografieren, die ich selber auch noch gar nicht so oft gesehen habe. Und das ist das Fettkraut. Ein fettes Kraut, eine fleischfressende Pflanze, unglaublich, die hier wächst und total cool aussieht. Wir schauen sie uns jetzt mal an. Man muss in diesen Landschaften häufig ein bisschen suchen. So richtig aufdrängen tun sie die Pflanzen hier nicht. Aber wenn man näher heranzoomt und genau schaut, kann man sehr schöne Pflanzen entdecken. Hier also das Fettkraut. Eine fleischfressende Pflanze, die ich jetzt mal ein bisschen fotografieren möchte. Sie ist so wunderschön gebogen, total klein. Und hier stelle ich mir eher ein sehr dunkles Bild vor. Sie ist so klein und versteckt, dieses schöne Lila. Hier schauen wir mal, ob wir hier ein sehr dunkles Bild, ein sehr geheimnisvolles Bild machen können. So ein klein wenig erinnert mich die Pflanze an einen Drachenkopf und das möchte ich jetzt auch mit diesem Bild eigentlich festhalten. Das Wesen als Drachen beim Fettkraut und da ist vielleicht ein Anschnitt auch gar nicht so schlecht wie von diesem Bild hier, wo man nur diesen Kopf sieht, den Drachenkopf, der hier ja, Fleisch frisst. Also eine spannende Pflanze, die ja, Spaß macht zu fotografieren. Jetzt geht es aber erstmal weiter zum Sumpfvergissmeinnicht. Ich habe es irgendwo hier schon gesehen. Es ist nicht so einfach. Es ist aber auch einfach sehr, sehr schön hier gerade. Manchmal stehen hier noch so einsame Birken, die vielleicht irgendwann sterben werden, weil es einfach zu nass wird. Sie kriegen nasse Füße. Aber sie gehört hier eigentlich auch gar nicht hin, denn hier soll es ja eigentlich nass sein. Früher war es ja auch noch viel nasser und der Wasserstand war noch mal 20 bis 30 cm höher. Aber diese Zeiten sind vorbei, dieser Wasserstand kann einfach nicht mehr erreicht werden. Das heißt, manche Sachen können auch einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und deswegen muss man bei Mooren eben so aufpassen, dass wir nicht weiter unsere Moore entwässern und ja, großen Schaden anrichten. Ein sehr spannendes Thema ist dabei die Paludikultur. Das heißt, man muss nicht immer nur ein Moor komplett aus der Nutzung nehmen, sondern man kann auf Mooren auch Dinge anbauen, nennt sich dann Paludikultur. Und ist auf jeden Fall ein Thema der Zukunft, wo wir hoffentlich auch noch mal ein Video drüber machen werden. Tata, ich habe es gefunden. Hier steht es. Das Sumpf vergisst man nicht, aber es steht hier auch ganz schön im Gemüse und so richtig ein Foto kriege ich hier nicht hin. Deswegen flexibel bleiben und etwas anderes suchen. Auch mal, was mich jetzt so persönlich auch anspricht. Soeben habe ich mein Motiv gefunden. Hier saß noch eine kleine Spinne im Gegenlicht und da habe ich eine Doppelbelichtung gemacht. Einmal von der Spinne, wie sie durchleuchtet wird und dann unscharf die Mehlprimeln davor als kleine Farbkleckse. Es beschreibt diese Stimmung, glaube ich, ganz gut gerade. Und ja, ein wunderschöner Tag geht hier zu Ende. Ich hoffe, euch hat dieses Video sehr viel Spaß gemacht und ihr konntet etwas aus diesem Video mitnehmen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr dieses neue Format findet und schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, schaut gerne auf der Seite der Soko-Stiftung vorbei. Die verlinke ich nochmal unten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht euch eine schöne Woche und da hinten bellt ein Reh. Schön. Tschüss.